Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Monsters. So, wir hatten genau den Electric Furnace und ich habe mich nochmal schlau gemacht. Und zwar natürlich wird das andersrum geschrieben. Gold. Hier gab es ein Kabel. Da, das Zinnkabel. Das konnte 32 EU. Das Gold 28. Gut. Das konnte auch mit 32. HV-Kabel. Okay. Denn das Zinnkabel kann größere Strecken überbrücken, habe ich mir jetzt angelesen. Und damit kann man ganz schön geilen Scheiß machen. Genau, den Electric Furnace. So, was wollte ich eigentlich alles bauen? Nein. Macerator, Kompressor, Electric Furnace. Und ja, Electric Furnace eher gesagt. Was fehlt noch? Extractor, genau. Den wollte ich auch als nächstes bauen. Ich fürchte, ich gucke einfach mal bei Industrial Craft. Machines, Generators. Miner, Advanced Miner, Pump. Was? Es gibt auch einen Miner? Okay. Firing. Nein. Armor, Storage. Okay. Maschine. Generators. Gut. Prozessor. Da. Macerator, ein Induction Furnace, Extractor. Da. Super, hat sich das Ding jetzt aufgehangen? Ja. Nein, es läuft noch. Ja. Okay, ja, das tut mir jetzt leid, aber. Electronic Circuit plus Basic Machine Blocks und das besteht aus Iron Plates. Gut. Ich würde erstmal sagen, raus. Es geht hier ab. Und mal gucken, was die Bäume machen. Denn die Bäume habe ich mir überlegt, einfach nochmal abzumachen. Und zu gucken, was passiert, wenn ich die neu baue. So. Die kommen erstmal in den Ofen. Ich glaube, vier. Ich brauche fünf, glaube ich. Plus noch ein bisschen was für die. Genau. Plus noch ein bisschen was für die Kabel. So. Axt habe ich natürlich nicht dabei. Hallo, rein mit dir. So, her mit der Axt. Und jetzt einmal kurz abbauen und mal gucken, wie viel ich daraus bekomme. Ich hoffe mehr als vier. Wenn nicht, habe ich etwas Pech gehabt. Eins, zwei. Ein Saplings, zwei Rubber Trees. Ja, gehen ja noch. So, was haben wir hier drin? Hier haben wir auch ein Rubber Tree bekommen. Oder ein Sapling. Oh mein Gott. Der ist etwas hoch geworden. Gut. Weg mit dem Teil. Und das letzte. Mal gucken, wie viel rausgekommen ist. Und
ich mal sehr gespannt. Schon wieder fehlt eins. Das gibt's doch gar nicht. So. Und 4. Schade. Okay, das bedeutet, ich... Ah, 5, 6. Ich habe mich etwas verzählt. Ist ja auch schlecht, wenn es passiert. So. Jetzt habe ich zumindest ein bisschen wieder was. Und ich habe mir noch Knochenmehl. Das bedeutet, bumm, habe ich wieder neue. So, mal gucken, ob ich noch was Knochenmehl drinne finde. Wenn nicht, die kommen einfach da rein. Knochenmehl, ah, da habe ich noch einen Knochen. Gut, mache ich Knochenmehl draus. Habe ich hier noch irgendwo was, was ich gebrauchen könnte? Eigentlich nicht. Kann ich eigentlich direkt wieder ins Bett gehen? Ja. Super. Jetzt läuft das auch, naja, gerade wieder nicht. Das lief ist gerade flüssig. Sagen wir es mal so. Das ist immer so eine Tatsache, die... Ah, schade. Ein zu wenig. Oh, da ist aber auch schon wieder das Kerosin dran. Das ist doch schön. Schnell das wächst. Das muss ich wirklich sagen. Ich kenne da noch andere Versionen von Feed the Beast. Da ging das ziemlich langsam, muss ich sagen. Das war dann nicht so schön. Da hat man dann so, ja, alle 10 Minuten da mal was gefunden an einem Baum. So. Extractor. Basic Machine Block, Electronic Circuits. Yep. Kupfer, Iron. Plus 8 Iron. Also ich brauche ein bisschen. Haben wir hier noch einen Block of Iron? Da. Nehme ich mir mal einen mit. Das wären die 8. Dann brauche ich Kappa. Kappa Ingot. Gut, was fehlt noch? Redstone habe ich dabei, den Rest habe ich auch alles dabei. Gut. Dann den Hammer habe ich auch dabei. Wieso kann man den nicht direkt machen? Viel einfacher. So. Machine Block bitte einmal. Zack, zack, zack. Nehme ich überhaupt auf? Denn die Raten sind so komisch. Tut mir leid jetzt, aber ich muss mal kurz... gucken. Ja, ich nehme auf. Gut. Basic Machine Block habe ich. Das habe ich. Das habe ich auch. So. Ich brauche 2, glaube ich. Nein, ich brauche 3. Aus Kappa kam nur ein raus. Das war ja das Problem. So, und die muss ich jetzt beschneiden. So, schön. Das ist alles perfekt. Da kommt das Zeug raus. So. Das habe ich drinne. Außen kam das hin. Das kam in der Mitte. Den habe ich schon mal. Jetzt brauche ich Holz. Und kein Rubberwood, sondern normales Holz. So. Das habe ich auch und so. Die habe ich auch alle. So, jetzt was fehlt noch? Electronic Circuit habe ich alles. Gut. Da kommt der hin, der kommt dahin und die werden einfach hierhin gebaut. Und ich habe den Extractor. Gut. Jetzt brauche ich allerdings noch ein Zinnkabel. Habe ich das falsch geschrieben? Ach. Hä?
Wie kann ich das denn jetzt wieder wegmachen? So. Genau, jetzt verbrauchen Zinnkabel genau 32 EU. Genauso viel wie ein Cablet. White. Genauso wie ein Ding abgeben kann. Ich möchte aber etwas mehr haben. Es wäre mir wichtig, dass das Ganze auch etwas schneller geht. Vor allem Dingen nachher zum Ausgang hin. So, wie muss ich das nochmal machen? Genau, 1, 2. Nehme ich mal gut 2 von Cutter. Die habe ich. So, und dann haben wir nochmal 4 Copper-Cable. Super, ich glaube, das reicht auch fürs Erste. Die Box sagt, alles ist okay. Die sagen, es ist auch alles okay. Ich baue mir jetzt am besten darüber noch 2. Und dahinter könnte ich mir auch noch 2 bauen. Das wäre auch nicht schlecht. Denn dieses Zinnkabel verliert nur alle 40 Stellen etwas. Das weiß ich. Das habe ich nachgeguckt. So. 1, 2, 3, 4. Es verliert auch nichts mehr. Das ist voll. Gut. Dann habe ich hier meinen Extractor. Der ist jetzt auch voll.